Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir hier Schluss gemacht. Haben uns auch diesen Tempel der Weisen angeguckt, der irgendwie auf ein besonderes Schwert verweist. Da bleibt es sehr spannend. So, und jetzt ist es dunkel. Und jetzt gehe ich davon aus, dass hier drüben im Riesenwald dieses Riesenskelett aufersteht. In einem großen. Wie heißen die Großen? Ich weiß es gar nicht. Die Kleinen sind Bocklin, die Großen Moblin. Ja, guck mal, jetzt läuft er da rum, wie ich es mir gedacht habe. Okay. Wir werden es im Kampf mit ihm aufnehmen. Sehr gespannt. So, Freund. Ein Stahl-Hinox, Ahinox heißen die. So, nimm das. Du bist das gleich zerbrochen, ist das traurig. Und damit brauchen wir nicht angreifen. So. Er wird den Baum rausreißen. Was macht er? Was ist dein Plan? Also wenn, dann musst du die schon umdrehen zu mir, ne? So. Was ist das denn? Ja, wir konnten trotzdem gut Schaden machen. Was ist mit dir, Freund? Na, scheiße. Wir sind so nah dran. So. Ist das schlecht? Bringt das was? Das scheint nicht zu bringen, oder? Lassen wir es mal. Naja, schlecht. Was hat er da jetzt geworfen? Er wirft einen Teil seiner Knochen, Alter. So. Komm, 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 komm. Nimmt auf jeden Fall immer mehr Schaden. Wollt ihr das jetzt wieder auf? Ja, aber haben wir trotzdem gut zugesetzt, oder? Komm. Nehmen wir das mal. Oder brauchen wir ruhig die ganz schlechten Waffen? Hältet sich jetzt das Auge zu. Mistauge. So, hier, kassieren, kassieren. Mein Gott, was hält der alles aus? So. Oh ja, willkommen, willkommen, willkommen. Habe ich ihn besiegt? Nein. Er lebt noch. Wir haben ganz schön unsere Waffen jetzt zerberstet an ihm. Aber wir haben ihn gleich. Der Reisebogen ist zerbrochen. Ist er schneller geworden? Okay, er ist besiegt. Ja, nice. So, ich hoffe, dass du uns eine gute Ausbeute gibst. Ein Hinoxzahn. Stahl-Hinoxhorn. Oh, Synthese-Verstärkung 29. Ich habe das gesehen. Crazy. Okay, wir haben einiges an Waffen bekommen.
Ja, so, ich habe irgendwas mit Kälteschutz gefressen, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, hält sich ein bisschen in Grenzen, ne? Mit unseren Waffen. Tja, aber das war's, ne? Und, gut, der wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Blutmond eben auch wiederkommen. Aber der hat jetzt auch nicht die Welt hinterlassen, ne? Da, wo er lag. Ja, das, ja. Schade. Ich hatte irgendwie gehofft, dass hier vielleicht doch noch irgendwie so ein Krok oder irgendwas ist, ne? Wir müssen jetzt eh hier lang. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas, ne? Finde ich sehr komisch, dass hier nichts, wohl nichts ist. Das kann ich mir irgendwie nicht richtig. Da oben, guck mal, guck mal. Das ist schon besser. So. Achso, ich muss jetzt landen, ne? So. Du hast mich gefunden. Wir haben den 47. Krok. Sehr schön. Das gefällt mir besser. Und wir sind auch auf dem richtigen Weg. Gut. Dort vorne haben wir eine. Ja, komm. Eine Basis der Gegner. Ein Ausdauerkäfer hatte der dabei, okay, nicht schlecht. Ach komm, mussten immer so viele von euch beisammen sein, ne? Boah, knapp. Das war's für dich. Alright. Da vorne haben wir gleich eine Basis. Haben wir Explosionsfässer? Ja. Dann werden wir die einfach mal zum Brennen bringen. Das hat denen jetzt ja nicht unbedingt so viel zugesetzt. Oh lol, hinter mir ist einer. Das waren sie jetzt aber selber. Ja, der hat mich jetzt natürlich getroffen. Du bist gefährlich mit deinem Ding. Uiuiuiuiui. Wir bleiben auf Abstand. Der Große kommt. So. Ja, ja, komm. Richtig. Gut. Hier sind noch einige Explosionsfässer. Da hinten sehe ich auch einen Schrein. Der Stachelbockbogen. Da ist ja noch einer von denen. Aber zuallererst mal jetzt noch hier das fehlende Zeug aufsammeln. So, Holzpfeile nehmen wir alles mit. Wir haben einige Waffen, die wir verstärken können. Immerhin ein bisschen mitnehmen. Ich bin also verwirrend, dass über diese Felsen sind, mit denen man nicht wirklich was anfangen kann. Finde ich sehr komisch. So. Du bist hier hinten, Alter. Du hast deine ganze Crew ja ganz schön in Stich gelassen. Das Essen runtergefallen, das hast du jetzt einfach gegessen, oder was? So. Unten waren wir ja, ne? Schleime.
Na komm. Gut. Dann weiter hier hoch. Das hier war wirklich nichts mehr, ne? Ich bin mal so einfach so jetzt hier gehen, ne? Vielleicht habe ich ja was übersehen. Das kann ja alles sein, aber nee, nee, das war schon einfach. Hier sind noch zwei zum Sprengen, aber komm. So, Wild wird mitgenommen. Ah, guck mal hier. Das ist ja hier schon die Mitte. Hier oben, ganz sicher ist hier ein Krog. Doch, was haben wir hier? Hier war alles zerstört. Wir können von der anderen Seite auch einfach reinlaufen, ne? Dann würde ich sagen, ist das doch mal eine Maßnahme. Der Daphnusberg. So. Mein Bockboden zerbricht gleich. So, wir haben ja ein bisschen andere Bäume, ne? Dünnere Bäume. Sehr gespannt, ob da vielleicht noch was anderes ist, außer der Krog. Was haben wir eigentlich hier? In die Richtung? Dort waren wir aber auch schon, ne? Organisationsruine. Hier ist auch ein Schrein. So, du bist jetzt hier so in meine Hände gelaufen, ne? Ich musste dich mitnehmen. Gut, was haben wir da oben? Eine weitere Basis? Womöglich. Dann dürfen wir uns mal stärken. Ja, das war ja roh, ne? Das war jetzt verschwenderisch. Ah, guck mal, hier. Hier haben wir doch was. Oh. Ein Schuss und er ist tot. Ja, gut, dann ist das in Ordnung. Chained Echoes später. Ah ja, stimmt, ich habe das ja von Weitem noch gesehen. Beruhig dich mal. Keks, Alter. So. Nichtsdestotrotz würde ich die ganzen Feuerfrüchte hier mitnehmen. So, hoffentlich ist der nicht so weit geflogen, aber ja, der Stein hat es ein bisschen aufgehalten. Gott! Trotzdem hat es mich aber nach unten gefallen. Dass hier nichts ist, das halte ich immer noch für Fake News. Vielleicht habe ich mich hier einfach auch nicht deutlich genug umgeguckt. Möchte ich irgendwie auch nicht so richtig wahrhaben. Dass hier halt kein Krog ist. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du nicht jetzt einfach so erzählen. Das kann man doch nicht machen. Hier muss noch was sein. Ah ja, da oben ist auch diese Basis, wo ich vielleicht noch erobern wollte. Aber hier ist halt wirklich nichts, ne? Es ist einfach. Es ist crazy, crazy, crazy. So. Hier haben wir aber auch nichts, ne? Ah, hier hinten. Das ist bei Hebra also. Mhm. Hier nehme ich gerne mit, das Zeug. Ah, hier sind die Pfeile. Alright. Wir bleiben mal hier am Berg. Der Basis können wir dann immer noch. Ja, oder was ist denn klüger, ne? Weil das ist hier so abgeschottet, hier die Basis. Ja, mal gucken. Jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ah, den habe ich schon markiert. Der ist ja ganz da hinten, Alter. Brauche ich ja ewig, bis ich dann da mal hingelange. Was ist das hier? Ah, guck mal. Ach so.
Da hat noch jemand gepfiffen, das heißt, da oben ist noch einer, ja. Beruhig dich mal, Kumpel, ich bin gleich bei dir. So. Der lebt ja noch. Er sollte halt zerbrechen, Alter, was soll das? Elende Dreckswaffen, unfassbar. So. Das war schon, ne? Gut. Da vorne wäre gleich ein Aussichtsturm. Kann man dann an der Stelle ja eigentlich auch einfach noch mitnehmen, ne? Wir bleiben ja hier weiterhin im Meer, mehr oder weniger. So weit im Osten sind wir jetzt auch nicht. Aber das ist in Ordnung. Da oben ist ein Krog. Dieser einzelne Stein, das ist doch sicherlich einer. Hätten wir hier wieder zwei, da würde ich mich freuen. Wobei, ob da drin halt einfach nur ein Krog ist, das wäre ja auch ein bisschen lame. Das möchte ich ja eigentlich auch nicht unbedingt jetzt mal haben. Was ist das denn? Miasma. Interessant. Einfach so mitten im Nirgendwo. Das ist auch nochmal den Blick wert. Ja, gut, das war ein bisschen krumm. Oh, du hast mich gefunden. Die 48. So. Ein Riesenschleim. Ja, was soll das denn? Ich hab den ganzen Schleim kaputtgeschlagen. Was ein Scheiß. Das war eine Enttäuschung. Es regnet natürlich wieder. Klar. Muss, ne? Muss ja. Was ist das denn? Lol. Guck mal. Die 49. Ich denke, das wäre vielleicht irgendein Sammel-Item. Oh nein, 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 nein. Jetzt kommen wir hier nicht mehr. Schön wieder hier hochklettern. Okay. Dann hier drin, ne? Aber hier muss eigentlich auch wieder ein Krog sein. Das ist hier wohl ein Krogort, ha? Überall finden wir gar nichts, hier finden wir alles. Aber wer weiß, vielleicht geht es doch irgendwie in den Untergrund oder wieder in der Höhle oder sowas. Der tausende Baum. Das sieht mir noch ein bisschen größer aus, als einfach nur, dass da ein Krog drin ist. Aber hier ist einer. Toll, jetzt müssen wir aber wieder hinlaufen. So. Echt zu langsam? Nee, geht noch, ne? Oh, du hast mich gefunden. Dann haben wir jetzt ja schon 50. Sehr schön. Tschüss. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal den anderen Weg. Dann können wir bei der Gelegenheit noch gleich mal nach unten schauen. Was es da mit diesem Miasma auf sich hat. Reinzoomen. Guckt euch mal hier. Drei Krogs hier direkt auf einen Schlag. So möchte ich das haben. Aber hier kann man jetzt auch richtig erkennen, dass wir hier durchgekommen sind. Wir haben uns jetzt gut umgeguckt und wir haben auch viele Sachen gefunden. Jetzt ist auf der Karte hier diese ganzen Krogs. Wenn ich jetzt auf diese Karte gucke, dann weiß ich, okay, hier war ich schon. Ne? Aber man ist halt nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Man kann ja, ne, nur weil man wo vorbeigekommen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man da alles auch findet. Was es da zu suchen, was es da halt gerade gibt, ne? So. Der Kampf gegen den Stahlhinox hat uns auf jeden Fall deutlich geschwächt. Wir haben nicht mehr so gute Waffen.
Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das vielleicht irgendwie ändern könnten. Zack, was ist das hier? Das ist ja einfach random Miasma. Oder geht es hier in den Abgrund? Brunnen am Daphnusberg. Da sollten wir vielleicht mal einen Blick riskieren. Mehr gibt es ja auch nicht, ne? Man kann hier wieder was bauen. Ja, lass uns mal reingehen. Ich denke nicht, dass das Teil des Abgrunds ist, aber mal schauen. Das ist Teil des Abgrunds. Ich bin instant tot. Es ist einfach Teil des Abgrunds. Ich weiß nicht, ob ich da runter möchte. Ich glaube nicht, dass ich da runter möchte. Vorerst mal nicht. Oh Mann. Okay, dann Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das ist mir zu gefährlich. Wir werden wieder nach dort oben gehen. Und ich habe meine Augen doch schon irgendwie auf den Aussichtsturm. Den Aussichtsturm dann gelegt, der hier vorne ist. Das möchte ich gerne machen. Auch noch wieder Pfeile. Also bevor wir in den Untergrund gehen, müssen wir das besser ausrüsten. Der Untergrund ist ja gefährlich. Wir haben uns ganz schön strapaziert. Hat der mich entdeckt? Du willst also angreifen? Dann glaubst du dir wieder einen Schuss down. Herr Kudas. So. Da zappelt wieder so ein Zauberer. Auch nicht ungefährlich. So. Wir sind wieder da. Auf in den Jahrtausendbaum. Und die Fässer auch respawnen, aber da ist wahrscheinlich nichts mehr drin. Gut. Und auch wieder mal noch zwei Schreine, dann können wir uns wieder was holen. Also wir kommen voran, wir kommen voran. Wir haben gute Krog-Zahlen. Wir kommen voran, wir haben auch guten Loot insgesamt. So. Oder bringt uns das auch in den Untergrund? Höhle haben wir, nee, das ist eine Höhle. Eine Höhle, die mir nicht ganz geheuer ist. Will ich an der Stelle mal anmerken. Aber mal schauen. Ja, Loot kann man auf jeden Fall guten hier holen. Eine Sackgasse. Können wir das hier einsetzen? Wo kommen wir dann raus? Im Wasser. Ja, fantastisch. Ich will da runter. Ich denke, wir können uns vielleicht einfach nur hier an der Ebene nach oben bewegen, aber... Nee, nee. So, hier muss es ja irgendwas geben, ne? Ist das hier unten Wasser? Ja, aber er, aber Hauptsache er kann mich. Er kann mich bekommen, ne? Frechheit. Und dann kann der wenigstens stehen. Ja komm, verpiss dich. Muss dich auch später gedulden. Der mich hier, wollte der mich packen? Du Mistvieh, Alter. Was ist denn hier los? So. Ein Königszweihänder. Das war er. Vielleicht schieße ich ihm einfach eine Donnerblume ins Maul, dann ist er schneller tot. Na, so, Feuerstein. So. Ich
Komm, hier muss es doch irgendwas Besonderes geben. So ein Gold, eine bestimmte Schatzkiste oder irgendwas. Würde ich eigentlich mal meinen, ne? Machst du es auf? Ne, wir müssen ja hin. Warum ist der? Gut, er ist ja. Nee, also es muss noch was darüber hinaus geben. Na, machst du auf, Mund? Machst du Mund auf? Das ist unsere stärkste Waffe. Wir haben überhaupt keine guten Waffen, Alter. Ja. So. Ob das die Truhe war, kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss es noch was darüber hinaus geben. So, der Raumschleim ist schon mal down. Wir schauen uns weiter um. Noch die anderen Überreste von dem Fledermaus, Flederbeißer. Also du kannst dich ja schon noch da festhalten, ne? So. Wollen wir hier noch was saufen? Wir müssen mal die Orientierung gewinnen. Dich dürfen wir nicht vergessen, hast du schon recht. Ich den noch? Nein. So, hier, das sieht interessant aus. Das kann man doch anzünden. So, was haben wir hier? Oben kann man hier. Dann müssen wir uns aber mal erstmal nicht ersaufen und dann hier mal kurz an Land. So. Wieder aufladen. Und dann probieren wir es mal. Gehen mal einfach hier diesen Items hinterher. Die Leuchtpilzen, da scheint mal eine gute Direction zu sein. Um hier gut hochzukommen. Was haben wir hier? Hier ist ja was. Irgendwas Besonderes will ich hier noch finden, sonst bin ich enttäuscht. Ja, dann gehe ich weiter in die Richtung. Genau, jetzt auch hier mal eine Pause machen. So. Hier geht es vorerst nicht weiter. Da drüben geht's weiter, aber hier geht's auch weiter. Also weiter hier hoch. Kann man sich da hier kurz hinstellen? Naja, wir machen mal jetzt keine Beschleunigung mehr, dass wir es schaffen. Knapp. Okay, hier noch einer, dass wir es schaffen. Okay, okay, okay. Ja, toll, hier ist noch was zum Abbauen. Ein Bernstein, das ist natürlich nicht zu verachten. Es geht schon einfach noch weiter hoch, ne? Uiuiui, mach mir keine Dummheiten. So. Was ist hier? Das sieht doch gut aus.
Da ist was Besonderes. Bin sehr gespannt. Wir haben noch schlechte Waffen. Gut, was? Gehen wir weiter. Nein, nein, nein. Was haben wir hier? Ein besonderer Tempel ist oder was? Dann eine Ausrüstungsgegenstand ist doch dann hier bestimmt, oder? Ist das wieder ein von dem Set, was wir schon gefunden hatten? Grimmige Gottheitsstiefel. Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einer herabstürzenden Mond bedroht wurde. Crazy, dass wir das ja gefunden haben. Okay. Alter. Also das hat sich ja wohl gelohnt, hierher zu kommen. Okay. Aber ich möchte noch nicht hier hochgehen. Wir würden hier auch von der Karte her da wieder ganz am Anfang hochgelangen. Crazy. Sehr cool gemacht. Und dann könnte man hier den Ort wieder verlassen. So. Wo war das denn? Ich möchte versuchen, hier zu landen, aber hier ist nichts, ne? Das ist schon einfach egal hier. Ja. Okay. Wir gucken mal drin noch weiter oben. Aber das wird es jetzt halt gewesen sein, ne? Das war das besondere Item. Aber hier drin haben wir uns ja auch noch nicht überall umgeguckt. Eventuell ist hier ja noch irgendwo was. So. Der ist halt so verwurzelt, ey. Ah. Das war jetzt nicht unbedingt das Ziel. Oh Gott. So. So. Nicht runterfallen, nein! Wer wird da saufen? Boah. Da ist aber was. Halt dich doch mal fest jetzt, du Hund, Alter. Was ist denn los? So. Wir haben so viele von diesen Leuchtsamen verbraucht, da können wir euch mal... euch mal ein bisschen knausriger sein. Da ist auch noch ein bisschen was. Hier drin. Das muss alles erkundet werden, Leute, sage ich. Hier ist nichts weiter. Das ist ein bisschen suspekt, oder? Hier müssen wir noch safe irgendwie das einsetzen. Da kommt man aber auch wieder nur nach oben an die Oberwelt, ne? Wieder rein da. So. So. Versuchen wir mal noch weiter hochzukommen. Aber ich denke, ich stünde gerade nur viel Zeit. Ich glaube nicht, dass wir großartig noch was hier finden werden, aber ich weiß es ja eben nicht, ne? Ich weiß es nicht. Nachher ärgere ich mich. Nachher ist ja irgendwas, ne? Und ich habe es nicht geholt. So. Ja, ja, weiter hoch, weiter hoch. Aber das wird es schon vermutlich schon... Na doch, hier, guck mal, guck mal. Guck mal. Ja, okay, wir müssen uns schon einfach ein bisschen klettern, ne? Sonst wird's nichts. Hier haben wir noch was.
Brauchen die Leuchtsamen für den Untergrund, also das nehmen wir alles mit. So. War das nicht das, wo wir eben hoch sind? Das war das, ne? Da unten ist noch was. Hier. Ja, so hat sich schon noch gelohnt, ne? Das wäre ja schade drum, wenn wir das alles hier liegen lassen würden. Ja, guck mal hier, Alter. Top was. Wir haben hier den Jackpot. Ja, also die Höhle zu erkunden, das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ja, und die zwei Feuersteine, die nehmen wir natürlich auch noch mit, ne? Ja. So. Weiter geht's nach oben. Los, los, los. Da, so. Da ist was. Guck, guck. Was haben wir denn hier? Guck, guck. Ja, gar nichts. Ja, viel weiter hoch geht's ja auch nicht, ne? Wo sind die? Da ist was. Hier haben wir noch was, okay. Ich gehe davon aus, dass wir ansonsten alles geholt haben. Gut. Mann, da. Ne, haben wir noch lange nicht. Guck mal. Noch lange nicht alles geholt. So. Ich glaube, jetzt langsam kommen wir in die Damage Control Area. Da sind welche. Oh, wegen deinem Scheiß springe ich jetzt nicht extra nochmal runter. Also. Ja, das mache ich nicht. Hier ist noch so ein Ding, aber. Ja, also ich denke so langsam. Was ist hier noch? Hier waren wir auch schon. Ich denke, so langsam haben wir es. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, da kam gerade Geschrei. Anscheinend spielt gerade der HSV. Sonst würde mein Bruder nicht so rumschreien. Ja, nee, komm, komm, raus hier, raus hier. Aus hier. Wir haben alles. Hätte ich gesagt. So. Sehr, sehr cool. Da oben was ist. Können wir ja mal von oben drauf gucken. Da hätte man wahrscheinlich auch rauskommen können. Nicht, dass da oben ein Kock ist. Nicht, dass da oben. Ja, jetzt. Gucken wir mal ein bisschen mehr vorwärts. Ja, sehr gut, sehr gut. Sieht mir nicht danach aus. Und hier auch nicht. Ja. Alright. Dann habe ich noch
Ja, was heißt, ne? Im nächsten Part gehen wir da diese Festung an. In diesem Part gehen wir die Festung da oben an. Die werden wir jetzt noch erobern. Die Überlänge-Parts sind längst der Frister. Sind längst da oben ist vielleicht ein Krog in dem Brunnen. Sind längst Standard geworden. Ach, scheiße. Meine schönen Pfeile. Längst zur Gewohnheit geworden. Ihr esst hier schön. Wollt ihr euch von mir stören lassen? Trifft er mich noch? Ist hier einfach kein Krog. Das erfüllt mich mit tiefer Trauer. Schafft man das? Schaffen wir doch nicht. Ja, wobei mit voller Power vielleicht schon, ne? Gucken wir mal. Vielleicht ist da oben ja was. Oder vielleicht muss man den Stein, der da unten liegt, in den Brunnen drauflegen. Das wäre eventuell ein Versuch wert. Eventuell. Also wir schaffen es auf jeden Fall ganz hier hoch. Die Frage ist, ob da oben was ist. Ne, nicht, dass es für die Inhaber, wir schaffen es vielleicht doch nicht. Oder kommt wieder ein Welsen runtergeplumpst. Aber wenn hier ein Krog wäre, dann würde ja schon so ein bisschen das jetzt glitzern, ne? Probieren wir mal das mit den Felsen. Und dann ansonsten geht es dann gleich da hoch nach oben. Ja, kommt da runter. Nee, nee, das ist schon einfach nicht hier, das ist schon einfach nichts. Da war ich ein bisschen am Reachen. Okay. Machen wir uns bereit für eine große Schlacht, Freunde. Ja, es wird jetzt ein Kampf um Leben und um Tod, ne? Da den Ball können wir uns vielleicht auch nochmal umschauen, wenn wir jetzt eh schon hier oben sind. Dieses Mal wird mir die Infiltration gelingen. Ich habe ja schon mal dran, gescheitert. Der sieht mich schon. Das ist der gerade mich überrollt, oder? Na, warte mal. Das war ja Untergang, ne? Das rettet dich aber auch nicht. Mit diesem Ding habt ihr mir eine sehr mächtige Waffe gegeben. Ja, was weiß ich denn? Okay.
werde ich den Laden mal einnehmen. Aber ich würde jetzt eigentlich schon davon ausgehen, dass hier noch ein bisschen was abgeht, ne? Aber irgendwie... Tatsache. Oh. Eieiei. Komm durch. Hahaha, das war's für dich. Oh, lebt noch. Das kann nicht sein. Er hat mich erneut gewonnen-hittet. Oh nein. Das kann nicht sein. Das machen wir gleich nochmal. Oh weh. Kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein. Wie weit er geflogen ist. Ja. Yeah. Das Ding ist doch jetzt trotzdem wieder rausgerollt worden, oder? Da rollt es. Da verbrennt den seine Waffe, ne? Schade drum. Das gibt's doch nicht. Komm her. Was sucht er? So. Der Bossbock. Mein Gott, hätte so einfach sein können. Hier sind seine Rüstungsteile. Der ist hier einfach verreckt, der andere. Gut, dann gucken wir so hier mal jetzt um, ne? Guckt euch mal dieses Feuer hier an. Ah, ist das schön. Hier können wir jetzt auf jeden Fall einiges kochen. Restpalmfrucht. Restschwertbanane.
Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, die zu verbrennen. Röstleuchtpilz. Ja, das sollte man wahrscheinlich nicht machen. Was? Da ist irgendwas auch kaputt gegangen. Ja, das Gas ist auch kaputt gegangen. Das war dumm. Hier der Ausdauerknoten ist kaputt gegangen. Okay, vorerst soll das vielleicht mal reichen. Haben hier noch ein bisschen was? Ja, hier wird doch der ganze Schrott bewacht. Guck mal. Guck mal. Holzschild. Ist jemand eingesperrt? Inox-Hammer wird auch mitgenommen. Ein Bernstein. Und Holzpfeile. Das war schon ein Pfeil runtergerollt? Nee. Wie befreie ich denn den? Oh. Guck mal. Die Nagen. Danke vielmals, ich bin gerettet. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier überhaupt noch mal jemand vorbeikommt. Du willst wissen, wie es kommt, dass ich hier eingesperrt wurde? Das zu erklären muss über das weiterhin bekannte Phänomen des Blutmonds sprechen. Kann ich genau sagen, wann, aber in manchen Nächten geht ein roter Vollmond auf, unabhängig vom Mondzyklus. In solchen Nächten fährt sich der Himmel gegen Mitternacht purpurrot, als wäre er in Blut getaucht. Dann im nächsten Moment erwachen Monster, die bereits niedergestreckt wurden, zu neuem Leben. Das ist der Blutmond. Ich brauche schon seit geraumer Zeit, um das Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Warum erwachen die Monster zu neuem Leben? In welcher Verbindung steht der Blutmond zu den Monstern? Ich wollte die Lebensbedingungen der Monster studieren und so etwas herausfinden, aber dabei bin ich dem Revier der Monster wohl etwas zu nahe gekommen und hier in Gefangenschaft geraten. Du hast mich gerettet, bitte nimm diese kleine Belohnung an. Boah, dankeschön. Du möchtest mehr? Na gut. Ausdauer, Fleisch, Spieß und Pilzen. Dankeschön. Oh nein, damit kann ich dich unbedingt abspeisen. Ja, so noch etwas. Bitten, dass wir sehen. Vielen Dank. Heute Nacht ist Vollmond. Ich spüre, wie das Mondlicht durch mich hindurchfließt und meine Seele reinigt. Wieder treffen und nun schnell bevor uns. Ja, okay. Ich werde da wieder irgendwo eingesperrt sein, mal. Okay, okay. Ja, doch, ne? Wir können vielleicht. Zumindest das Zeug noch mitnehmen. Hier ist noch Sprengstoff. Ja, viel mehr ist hier auch nicht, ne? Das, hier ist noch was eingesperrt. Eine Piste. Ihre Vorräte. Rosttrüppel. Guck mal, hier. Da haben sie sich ja richtig was zusammengesammelt. Sehr schön. Und ein Steinsalz. Ja, warum nicht, ne? Gut. Da oben sind noch Kisten. Guck mal da nochmal. Und dann würde ich sagen... Produktiver Part, würde ich sagen, ne? Das ist noch ein Schwert. Uiuiui, nicht, dass ich aus Versehen... Nicht, dass ich aus Versehen das Zeug noch treffe. So. Oh, es sollte gleich regnen, oder? Tja, okay. Ja, dann haben wir das jetzt hier erobert. Ich werde mich vielleicht nochmal... hier umschauen, weil ich es nicht einsehe, dass hier kein Krog ist.
Aber das würde ich sagen, machen wir vielleicht dann schon im nächsten Part eher, ne? Weil hier im Wald wollten wir auch noch mal gucken. Kann nicht sein, dass hier nichts ist. Kann nicht sein. Kann nicht sein, kann nicht sein. Ach, guck mal, hier ist ein Mineneingang. Was haben wir denn hier? Das ist ja. Ach so, das ist wahrscheinlich, um hier direkt zu infiltrieren, ne? Maxi-Trüffel. Das ist wahrscheinlich, um hier direkt zu infiltrieren von unten. Ja, okay. Ja, machen wir es halt mal, dann haben wir es, damit wir sicher sind, dass da nichts ist. Wir können auch wieder runtergehen. Ne, wir sind hier direkt. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir hier direkt hier bei den Runen rauskommen. Okay. Das habe ich mir schon gedacht. Der Wald hier ist der Riesenwald, da waren wir schon. Da hatten wir uns schon mit jemandem angelegt. Ja, wir wollen in die andere Richtung. Komm, wir machen jetzt noch die Stunde voll, ganz ehrlich. Bear with me, meine Freunde. Bear with me. Was liegt hier noch? Soldaten-Zweihänder. Schon, ne? Ja. Hey, das hast du dir so gedacht. Also wir haben diesen Wald, wo ich nicht akzeptiere, dass hier nichts ist. Ja. Das werde ich nicht akzeptieren, Freunde. Guck mal hier, da ist doch einer. Guck mal, guck mal, guck mal. Ein Krok, die Nummer 51. Du hast mich gefunden. Danke dir. Das hier sieht auch verdächtig aus. Oder hat hier der Blitz eingeschlagen? Oh, das ist ein Loch. Er hat schon einfach der Blitz eingeschlagen, ne? Hier im Wald schlägt er eben auch ein. Gucken wir mal. Ja, okay. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Ja, komm, komm. Aber da in dem Wald hier, da. Da muss was sein, da muss was sein, da muss was sein. Lass uns da noch gucken. Der Regen kommt natürlich jetzt auch sehr ungelegen, können wir nicht richtig klettern. Gerade so langsam. Das Link aber auch dann wieder mal aufsteht, wenn er getroffen wurde, ne? Der Baum oder lebendig? Hier ist nichts. Wie schön. Wie schön. Da war ein Apfel. So, jetzt könnten wir klettern.
Nee, ich weiß nicht, nur. Natürlich wird er jetzt auch noch lebendig. Hier oben vielleicht. Hier ist relativ schön zentral. Da ist einer. Guck mal. Hier ist ein Krokosaurus. Wo ist das nächste? Hier. Ah, hier. Gut. Du hast mich gefunden. So, es kann aber halt immer noch sein, dass einer hier oben auf den... dass da einer oben ist, ne? Das kann halt immer noch sein. Hilft uns jetzt vielleicht die Nacht ein bisschen, das besser zu sehen, aber ich weiß ja nicht. Tja, macht immer noch Lärm, ne? Ein ganzer Schwarm. Das habt ihr euch so gedacht, ne? Ich meine, jetzt hier blöd auf jeden Baum hochzugehen, ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Aber. Ja, ich würde mal sagen, hier wird schon wahrscheinlich nichts mehr sein. Ansonsten werden wir schon mitkriegen, ne? Wir werden es irgendwie schon mitkriegen. Dann merke ich jedenfalls hier unseren Krok. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn hier weiter vorne dann noch was sein muss, aber da hatte ich eigentlich angefangen, hier zu erkunden. Von dem her weiß ich nicht. Und dem hier weiß ich nicht genau. Da ist nix, hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Ein Goldapfel, dann kann man noch mitnehmen, ne? Hier ist nix. Hier ist nichts. Also ich denke, dass hier dann schon einfach nichts mehr ist. Hier zwei seid die letzten. Da ist nichts. Da ist auch noch einer. Regnet schon wieder. Ach, da komm. Halt aufs Maul. Nee, da wird hier einfach nichts sein. So eine Monsterbasis, oder? Ja. Ist denn das?
Da ist ein Sternschuppe hier innen da gefallen. Das leuchtet jetzt auch voll hell. Aber das ist, glaube ich, ganz schön weit weg. Wir sollen ja auch Sachen fotografieren, oder? Boah. Ja. Ja, müssen die Sachen fotografieren. Da müssen wir mal anfangen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier, ne? Mit dem. Gut. Bockschild. Alright. Schöneres Foto bitte. So. Damit sich dann nachher keiner beschweren kann. Ah, wir waren hier schon mal. Wir waren hier schon mal. Wie kann man doch da genau dann rein? Wir haben uns hier an dem Ding versucht. Versuchen uns mal anzuschleichen. Andererseits müssen wir schon noch ein Foto davon machen, ne? Ein sogenanntes Rumi. Mhm. Ach du Mistvieh. Ist das zum Kotzen? Okay, aber da würde ich sagen, die Höhle hier erkunden wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal da rein. Ich wünsche euch was.